Moin Moin und willkommen bei Meister TV. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir waren die Woche wieder für euch unterwegs und die ging los am Dienstagabend. Haben wir die Frauen vom STV, Spielgemeinschaft ESV, gefilmt. Die mussten ran gegen den Heidmühler FC. Und dort kam auch nur ein Tor zustande. Und das zeigen wir euch hier. Zu 1 hat der STV verloren, damit gingen die Punkte nach Heidmühle. Schade drum, nächstes Mal klappt es wohl besser. Das war der Dienstagabend. Am Freitagabend waren wir dann bei der Bezirksliga wieder zu Gast. Und zwar der STV Wilhelmshaven hatte den Blau-Weiß-Böhmerstede zu Gast. Dort ging es dann auch heiß her. Auf beiden Seiten waren gute Chancen vorhanden. Aber das Beste haben sie sich natürlich für den Schluss aufgehalten. 5 Tore sind in diesem Spiel zustande gekommen. 2:0 war Blau-Weiß-Böhmerstede am Führen. Und dann ging der Krimi los vom STV. Aber schaut euch die Tore selber an. Ja, 3:2 für den STV. Glückwunsch, Jungs. Hart gekämpft. In der letzten Sekunde das Ding noch gewendet. So schön kann Fußball sein. Oder auf Seiten Blau-Weiß-Böhmerstede so grausam. Ja, das war der Freitagabend mit der Bezirksliga. Ja, und dann war Samstagmittag die C2 vom STV gefragt. Die musste ran gegen FCFW Zetel. Und leider kam da kein Tor zustande. Somit sind die Jungs auch nicht mit in unserer Show. Vielleicht klappt es nächstes Mal. Und nach der C-Jugend vom STV musste um 15.30 Uhr die A-Jugend vom ESV ran. Die hatte zu Gast die JSG aus Wangerland. Ja, und auch dort kamen 4 Tore zustande. Schaut sie euch an. Thank you.
2:2 spielt der ESV und das nach einer 2-0-Führung. Schade, schade, Erich Früchtenich, deine Jungs hatten das Quäntchen Glück auf ihrer Seite, denn die JSG hat Chancen gehabt, die reichten für 3 Spiele. Daher kann der ESV, glaube ich, mit dem einen Punkt noch sehr gut zufrieden sein. Alles in allem ein sehr gutes Spiel gewesen. Und nach der A-Jugend vom ESV war dann die erste Herren vom ESV gefragt. Und zwar war die zu Gast beim VfL 1. Dort war das Topspiel der ersten Kreisklasse. Der zweite lud den ersten. Die ESVer, muss ich sagen, spielen einen granatenstarken Ball. Hut ab, Michael Jansen, an deine Truppe, die du dieses Jahr zusammengestellt hast. Ich glaube, da sind wir uns in Wilhelmshaven alle einig, dass das ganz klarer Meisterschaftsaspirant ist. Aber wie sie gespielt haben und wie sie die Tore geschossen haben, das könnt ihr hier bei mir sehen. Zu 6 verliert der VfL damit und verpasst den Anschluss an die Spitze. ESV kann sich vorne absetzen, hat nun ein kleines Polster und ich glaube, das werden sie sich auch weiterhin ausbauen, wenn sie nicht große Verletzungen oder Ausfälle plagen. Glückwunsch ESV, war ein klasse Spiel. Kleine Info noch an ESV, ich werde des Öfteren gefragt, warum wir nicht öfter bei euch filmen. Schaut euch bitte nur zum Vergleich die A-Jugendtore und die ersten Herrentore an. Es ist ein Riesenunterschied, von wo man filmt. Und ich hoffe, der ESV kriegt es auch langsam gebacken, mir eine bessere Position zum Filmen zu gewähren, denn dann wäre ich auch öfter bei euch. Das war der Samstag.
So, und am Sonntag hatten wir eigentlich zwei Spiele auf der Kamera, wobei das eine leider ausgefallen ist und das war um 13 Uhr, hätte die STV dritte gespielt. Aber das Spiel wurde leider abgesagt und somit hatte ich nur noch ein Spiel auf der Kamera und das war, wie immer sonntags um 11 Uhr, an der Freiligastraße im Sportpark musste der WSC Friesier in der Bezirksliga gegen TuS Obenstrohe ran. Ja, und das war nicht der Tag vom WSC Friesier, ein richtig gebrauchter Tag, könnte man sagen. Oder, wie es Andi Brehme mal gesagt hat, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, aber schaut selber. Das tut weh für jedes Friesianerherz, wenn man sich das nochmal anguckt. Aber da müssen wir auch durch. Das war wieder die Woche von uns. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Der Spielplan ist wie immer schon wieder draußen und ich hoffe, ihr achtet auch mal ein bisschen drauf, denn wir machen uns extra die Arbeit, damit ihr wisst, wo wir wann was aufnehmen. Wäre schön, wenn es ein bisschen mehr entgegengenommen wird. Und zu guter Letzt, die ganzen Videos, die von uns auf Facebook gepostet werden. Leute, ich bitte euch drum, haut eure Kommentare raus. Ihr gebt zu jedem Kram euren Senf ab. Ich stelle euch die Frikadellen hin, da kann jeder seinen Senf dazugeben. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal.